Es ist wirklich außergewöhnlich, in welcher Form wir zusammenarbeiten. Ich spüre die Rückendeckung des gesamten Präsidiums. Da gab es eigentlich für mich gar nicht großartig viel zu überlegen, als Max dann kam, mit mir den Vertrag verlängern zu wollen. Ich glaube, beide wissen, was wir aneinander haben, und wir wollen das natürlich sehr, sehr erfolgreich gestalten, die Zukunft. Ich habe ja auch lernen dürfen in der Zuge der Vertragsverlängerung, dass die durchschnittliche Verweildauer eines Trainers bei einem Verein 1,3 Jahre ist. Mit Dieter werden wir jetzt im Dezember das zweite Jahr voll machen und hoffentlich noch dann 1,5 Jahre dazu gesellen können. Und am Ende haben wir beide irgendwo gefühlt, Mensch, das eine Jahr ist für die Borussia kein Wagnis. Ja, die Borussia weiß, dass sie einen Trainer haben möchte, oder hier einen Trainer sitzt, der sehr erfolgreich arbeiten will, der nicht locker lassen wird. Das wird dem Arbeitgeber gefallen. Ob es dann so kommt, kann ich nicht garantieren, aber ich werde alles mit meinem Trainerstab versuchen, in diese Richtung zu lenken. Und das Zweite ist eben, dass ich eben nicht drauf schielen muss, eine gute Abfindung zu kriegen, nur weil ich 3 Jahre habe und dann bin ich im halben Jahr weg. Ich glaube, das brauche ich nicht mehr, und deshalb bin ich mit dieser Laufzeit mehr als zufrieden, weil es gibt beiden Vereinen in guten wie in schlechten Zeiten alle Möglichkeiten, und man kann dann, wenn es dann erfolgreich läuft, sich wieder hinsetzen und man macht wieder ein Jahr, und ich glaube, dass es für beide Seiten eine fantastische Lösung ist. Natürlich weiß ich, dass der Club ein Risiko geht, dass man eben sehr erfolgreich weiterbleibt und Dieter dann eben wieder mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht wird oder mit noch mehr. Aber wie gesagt, so wie wir, das ist ja das, was ich gerade versucht habe rauszustreichen, diese Vertrauensbasis, die wir haben, dieses Miteinander, dieses Gespräch, dann nochmal, wir hätten Handschlag gereicht. Ich hätte gar keine Laufzeit gebraucht, mir hätte ein Handschlag gereicht und wir hätten uns in die Augen geschaut, wie es dann weitergeht. Deswegen sind wir beide der Meinung, dieses eine Jahr passt gerade perfekt, und dementsprechend ist diese Vertrauensbasis das Entscheidende. Es war ja so ein bisschen Hype, dass wir sehr viele gute junge Trainer haben und die Alten so ein bisschen daneben standen, und das ist einfach ein schönes Indiz, dass dem eben nicht so ist, dass eben auch diese Alten, also Älteren, sagt man, glaube ich, in dem Raum sitzen deutlich ältere Menschen, als die unsere Trainer sind, dass sie sich genauso ein paar. Die Runde? Ich sehe nicht so viele. Die älter sind, sehen jünger aus als ich. Scheiße. Die einfach mit Fußball sich beschäftigen und seit Jahren im Fußball tätig sind. Und das zeigt eben auch, dass es eben Phasen gibt in der Bundesliga, da eben auch eine Erfahrung eine große Rolle spielt. Ich glaube, dass die jungen Trainer großartige Jobs machen, egal in welchem Verein sie tätig sind, aber eben auch die etwas älteren Trainer einen großartigen Job machen.